Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Giovanni, willkommen auf dem Channel Italien schmeckt gut. Die Katja hat mich heute eingeladen, um sie zu bekochen und das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Und ich habe mir überlegt, wir machen Ricotta Polpette, das sind italienische Ricotta-Frikadellen. Ricotta ist ein italienischer Weichkäse und diese Ricotta-Frikadellen, die kommen dann in eine Tomatensauce und deswegen bietet es sich an, dass wir Pasta dazu geben. Wenn ihr keine Pasta haben möchtet, weil ihr es ein bisschen leichter haben möchtet, dann könnt ihr gerne einen Salat dazu machen. Wir legen dann auch los und dafür brauchen wir zunächst mal das Brot. Wir haben hier ein 500 Gramm Brot, das schneiden wir erstmal in der Mitte durch. Wir brauchen so circa 200 bis 250 Gramm, deswegen kann man dieses Brot halt hier auch schön vierteln. Und wenn das Brot jetzt geöffnet ist, dann schauen wir auch mal rein, wie es von innen aussieht. So, wir haben jetzt in dem Fall ein schönes italienisches Landbrot genommen. Wir haben hier ein Brot, das einen sehr, sehr hohen Weizenmehlanteil hat. Das gibt es aber auch nochmal mit einer gelblichen Struktur bzw. einer gelblichen Form. Da habt ihr dann Hartweizengrieß drin. Welches Brot ihr nehmt, ist eigentlich egal. Machen wir den Rest des Brotes beiseite. Damit können wir dann später schön die Tomatensauce vom Teller holen. Was wichtig ist, dass ihr kein Paniermehl nehmt. Also kommt nicht auf die Idee, dass ihr sagt, naja, ich habe jetzt kein Brot zu Hause und jetzt nehme ich einfach mal Paniermehl. Wäre fatal für dieses Gericht. Wir machen die Brotkrumen an der Seite weg, so dass wir nur das Innere haben. Und deswegen dann circa noch 150 Gramm übrig bleiben, weil wir hier die Brotkrumen weggeschnitten haben. Schneiden das auch noch mal ein bisschen feiner, weil jetzt nämlich das Brot in einen Mixer kommt. Merkt, das Brot ist von der Struktur her auch schon mal so ein bisschen trockener geworden. Ich habe jetzt auch bewusst etwas älteres Brot genommen, weil das weiche Brot sonst im Mixer auch festhaften würde. Wir haben ein bisschen Platz geschaffen und haben euch den Mixer mal hier ins Bild geholt. Jetzt geben wir das Brot hier rein. So, es wird laut. Das ist genug. Und dann haben wir auch schon die Grundlage für unsere Frikadellen geschaffen. Das geben wir dann hier in eine Schale. Und das Brot duftet schon sehr schön. Dann geben wir die Eier dazu. Die quillen wir aber vorher ein bisschen auf, damit sich auch schön vermengt. Rein. Wir geben hier den Pecorino dazu, das ist ein schöner, intensiver und nicht geruchsarmer Käse. Gibt dem Ganzen dann Geschmack und auch Würze. Und dann nehmen wir einfach nur Parmigiano Reggiano dazu, mit einer Mindestreifung von 24 Monaten. Ricotta, einfach mal mit der Hand. Panschen den vorher so ein bisschen. Beim Ricotta ist es wichtig, dass ihr den über Nacht in einem Sieb über einer Schale im Kühlschrank aufbewahrt, sodass die Flüssigkeit in der Gesamtheit draußen ist, weil sonst die Polpette ihre Bindung verlieren und später nicht formbar sind. Wir machen eine Knoblauchzehe hinein. Am besten mit einer Knoblauchpresse. Jetzt verpanschen wir das Ganze, wenn ihr mutig seid, mit der Hand. So, dann bin ich die Hände gewaschen, jetzt kannst du mit der Petersilie weitergehen. Die hacken wir schön fein. Das sieht schön aus. Dann kriegt die Ricotta Farbe. Jetzt gehen wir nochmal rein und panschen hier die Petersilie schön mit rein. Schön salzen. Ricotta hat nicht so den Eigengeschmack. Also ruhig ein bisschen mehr Salz dran. Dann später aufpassen, wenn ihr die Soße macht. Wir schmecken es gleich nochmal ab, wenn es dann zu gesalzen ist, dass wir dann zumindest die Soße nicht so stark salzen. Wir haben die Ricotta-Masse jetzt soweit fertig, dann sieht das so aus. Weiter geht's mit der Soße. Dafür nehmen wir ein italienisches Olivenöl,
ein natives italienisches Olivenöl. In diesem Fall haben wir ein Öl aus Benevento, das ist ein Öl aus Kampanien. Ein kleiner Exot, normalerweise kommen Olivenöle immer entweder aus Apulien, dort sind sie ganz bekannt, oder man hat Olivenöl aus Sizilien. Toskana ist auch noch bekannt, aber jetzt in dem Fall haben wir eins aus Kampanien. Bin überzeugt von diesem Öl, weil wir hier auch noch mit richtiger Handarbeit sozusagen die Oliven gepflückt bekommen. Und dadurch ist der Säureanteil im Olivenöl auch sehr gering. Wir warten jetzt mal, dass das Öl ein bisschen warm wird, und dann nehmen wir die Knoblauchzehe als Ganzes, diesmal nicht klein machen. Es ist schön, wenn die Knoblauchzehe als Ganzes bleibt, dann kann sie später auch rausholen, wenn man sie nicht unbedingt mag. Ich mache sie jetzt schon mal hier rein, und wenn das Ganze dann hier anfängt zu brutzeln, dann warten wir, dass die Knoblauchzehe ein bisschen goldgelb wird. Viele fragen nach, darf man Olivenöl denn heiß anbraten, weil es gefährlich werden könnte? Und zum Braten kann man Olivenöl bis zu 95 Grad hochheizen. In dem Fall ist es jetzt so, dass wir ja wirklich nur die Hitze brauchen, um mal kurz die Knoblauchzehe schön anbraten, sodass sie halt ihre Farbe bekommt, und dann kommt auch schon die Tomatensauce dazu, und in dem Fall kann man das dann ruhig mit Olivenöl machen, weil eben das Olivenöl in der Soße Geschmacksträger ist. Wenn ihr jetzt ein ganz neutrales Pflanzenöl nehmen würdet, dann schmeckt die Soße halt nicht so, wie sie mit Olivenöl schmeckt. Also Olivenöl hat dann schon seinen herberen Eigengeschmack und ist für Tomatensoßen halt echt angebracht. Macht euch keine Gedanken darüber. In Italien essen wir seit Jahrzehnten Olivenöl und machen unsere Soßen damit, und es ist wirklich ein gesundes Öl, auch wenn man es mal teilweise und kurz anbrät. Ja, hier haben wir die goldgelbe Farbe von der Knoblauchzehe, von der ich gesprochen habe. Und jetzt geben wir die Passata di Pomodoro hinein, das sind passierte Tomaten. In dem Fall passierte Tomaten, passt auf, es spritzt. Wir haben in dem Fall passierte Tomaten von einer Dame, auch wieder aus Kampanien, die das wirklich noch auf eine ganz, ganz traditionelle Art und Weise herstellt. Das ist eine ältere Dame, die diese Soße macht und die einen wunderbaren Duft hat und jetzt auch dann später sehr süß schmecken wird. Diese Soße sollte jetzt hier bei niedriger Hitze etwas kochen, so dass eine kleine Reduktion stattfindet und die Soße dann halt etwas Wasser verliert und somit verdampft und auch noch ein bisschen strukturierter wird. Und während die Soße jetzt köchelt, formen wir die Ricotta-Frikadellen, also die Polpette, die dann später in die Soße hineinkommen. Wir haben wieder das gute Olivenöl und machen jetzt mal eine kleine Sauerei auf unseren Händen. Reibt euch die Hände schön mit Olivenöl ein. Katja wird mir es später danken, weil ihre Platte schön voll ist. Dann nehmt ihr ein bisschen von der Ricotta und formt schöne Bällchen. Jetzt ab, macht's auf den Teller. Nebenbei kocht die Soße. Also die Soße ist jetzt soweit reduziert. Wir haben sie ganz, ganz langsam köcheln lassen. Ab und zu solltet ihr dran denken, dass die Soße auch umrührt, weil sonst kann es passieren, dass sie unten anbrennt und dass ihr dann diesen Geschmack von der angebrannten Soße in der Soße habt. Das wäre nicht so schön. So muss die Soße jetzt aussehen, und die Ricotta-Bällchen, die Frikadellen, die Polpette, die müssen jetzt so aussehen. Wir geben die Ricotta-Bällchen jetzt auch hier einzeln schön in die Soße hinein, verteilen sie. Seid vorsichtig mit den Ricotta-Bällchen, auch nicht so hastig dann später wenden, weil doch relativ sensibel sind. Eine weiche Masse. Müssen auch nicht so lange hier drin sein, die müssen einfach nur mal schön etwas in der Soße ziehen und die Farbe der Soße annehmen. Schön mit dem Löffel hinterher und einmal ganz kurz umdrehen, sodass die Bällchen ihre Form nicht verlieren. Und ihr merkt auch, dass die Bällchen jetzt an der Seite so ein bisschen von ihrer Konsistenz in die Soße geben, sodass die Soße dann halt etwas cremiger wird. Das war jetzt schon etwas zu fest. So. Und dann wartet ihr circa 3-4 Minuten, 5 Minuten. Und dann holen wir die Ricotta-Bällchen raus, stellen sie wieder beiseite, würzen die Soße. In der Zwischenzeit setzen wir schon mal das Wasser auf für die Nudeln, sofern ihr Nudeln dazu geben wollt. Wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, ihr könnt auch gerne Salat dazu reichen. Ich finde, dass Nudeln halt super passen.
Auch so eine Philosophie, salzt man das Wasser vorher oder nachher? Ich mache das immer vorher. Ja, schön mit Salz, also nicht zu sparsam sein mit dem Salz, Kochwasser. Geht nicht alles auf die Nudeln über. Ich mache es vorher, weil das Wasser dann auch vorher anfängt zu kochen. Polpette holen wir jetzt raus. Die sind jetzt auch etwas härter geworden durch das Ei in der Masse. Seht zu, dass ihr nicht so viel Soße rausholt, weil die brauchen wir noch für die Nudeln später. Wir nehmen in der Zwischenzeit die Nudeln dazu. Guckt bei den Nudeln immer schön auf die Kochzeit, die auf der Packung steht. Ich für meinen Teil muss sagen, ich mag sie zwar al dente, aber auch nicht zu hart. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn auf der Packung eine Zeit steht, eine Kochzeit steht, ich mache da meistens noch mal 1 bis 2 Minuten länger. Aber am besten ist es, ihr probiert die Nudeln nach der Kochzeit mal durch und schaut, ob das für euren Geschmack denn schon durch ist oder nicht. So, während jetzt die Pasta kocht, würde ich sagen, gehen wir an das Würzen der Soße. Dafür nehmen wir auch ganz normal Salz und Pfeffer. Das Ganze ab. Lieber ein bisschen weniger als ein bisschen mehr. Nachwürzen kann man noch. Das Pfeffer. So. Ein bisschen umrühren. Und ganz wichtig, Basilikum immer ganz, ganz zum Schluss. Wenn die Soße fast fertig ist. Einfachen Grund, wenn ihr Basilikum vorher reinmacht, dann bekommt ihr eine bittere Note. Das wäre nicht so schön, dann habt ihr eure Soße kaputt gemacht. Und dann mit den Nudeln ab in die Soße. Umrühren und dabei ruhig auch noch mal etwas kochen lassen, damit das restliche Wasser, was noch an den Nudeln hängt, auch schön verdampft. Und zwar etwas Pasta. Schön in die Mitte. Nehmen wir hier von den Ricotta-Bällchen drauf. Hin, nehmen noch ein bisschen Parmesanhobel, machen die schön dazwischen. So, und fertig sind unsere Nudeln, die Cotta-Polpette, und ich werde manchmal gefragt, was für Nudeln man dazu nimmt. Hier könnt ihr echt euch auslassen, wie ihr wollt. Ich wünsche euch einen wunderguten Appetit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!